Hallo und willkommen über mein Video zum EA-Bilder. Ich bin der Meinung, dass es das Sinnvollste ist, sich seine Handelsstrategie selber zu entwickeln. Und das hier ist ein kostenloses Tool, das man nutzen kann, um sich Indikatoren für den MetaTrader 4, 5 und die TradeStation zu basteln. Das werde ich in diesem Video kurz vorstellen und zeige, wie das funktioniert. Es gibt noch eine zweite Version, für die man $97 zahlt. Bei der kann man sich auch automatische Handelssysteme basteln, die automatisch handeln für einen. Dazu werde ich dann auch im zweiten Teil des Videos kommen. Erstmal kann man die ganzen Funktionen von MetaTrader und so weiter recht einfach nutzen. Man braucht keine Programmierkenntnis, sondern ein bisschen Verständnis zur Logik. Das reicht. Man gibt also einfach nur an, welche Bedingungen für was erfüllt sein müssen. Man kann auch die eigenen Indikatoren nutzen, man kann die hochladen, wenn man die MQL5-Datei hat und kann die dann in weiteren Indikatoren weiterverarbeiten. Ich melde mich kurz an und zeige, wie das funktioniert. So, hier ist jetzt schon ein von mir gebastelter Indikator. Ich mache den einfach nur mal komplett weg. So fängt man hier an. Man kann hier Add Condition, da kann man eine Bedingung hinzufügen. Man hat hier, wie man sieht, kann man zwischen den Indikatoren wählen, der Preis im Chart, Candlestick oder auch hier einen eigenen Code einfügen. Machen wir mal was Einfaches, nehmen wir einen gleitenden Durchschnitt, Moving Average. Hier kann man die Bedingung, die zu erfüllen ist, anwählen. Ist über, ist unter, Kreuz nach oben, Kreuz nach unten, ist gleich, ist nicht gleich, ist größer gleich und ist kleiner gleich. Hier kann man den Zeitrahmen wählen. Das ist immer der aktuelle im Chart, den man gerade eingestellt hat. Hier die Periode, die Voreinstellung, die Methode und so weiter. Also die ganzen Indikatorparameter. Und hier haben wir dann als zweites auch nochmal die Möglichkeit Candlestick, Trendlinie. Das bezieht sich auf eine Linie, die bereits gezeichnet ist im Chart. Die muss man alle vorher selber zeichnen. Wobei die oberste Linie, die gezeichnet ist, die obere Trendlinie ist und die unterste Linie, die unterste Trendlinie. Die beiden werden genutzt. Support und Resistance, das wird automatisch gemacht. Das kann man automatisch zeichnen lassen. Ja, oder einfach eine Zahl. Wir nehmen jetzt den Indikator und zwar auch den Moving Average, also gleich den Durchschnitt. So, machen hier aber 27. Und hier machen wir einfach mal 11. So. Wenn man später die Werte ändern können will, muss man hier draufklicken. Die habe ich jetzt von dem vorigen Indikator noch. Hier kann man einen neuen Input hinzufügen, dem einen Namen geben, so eine Voreinstellung. Ich nehme jetzt einfach MAP oder 1. Die ist noch auf 14 eingestellt, aber das ist in Ordnung. Hier nehme ich die 2er. Dann haben wir 27. Auch gut. Außerdem Kreuz nach oben. Wenn jetzt also der kleine gleitende Durchschnitt den langsamen von unten nach unten, von unten nach oben kreuzt, dann ist das hier ein Auslöser. Man kann hier jetzt noch eine zweite, dritte, vierte Auslöser dazu machen. Halt zum Beispiel relativ RSI. Hier machen wir einen Input dazu. So. Ist kleiner als 50. Also befindet sich in der unteren Hälfte. Das heißt, wenn der RSI unten ist und der nach oben kreuzt, gibt es ein Signal. Das klicken wir noch hier drauf. Hier definieren wir jetzt, wie das Signal dargestellt wird. Man kann zum Beispiel einen Pfeil machen, Zickzack, Line und so weiter. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Pfeil nach oben. Wir machen den grün. So. Wenn man will, dass der nicht mitten im Ding drin hängt, ich nehme hier meistens, hier definiert man, wo der angezeigt wird. Ich nehme hier meistens Candlestick. Bei einem Aufwärtssignal nehme ich Low. Kann ich hier auf das Plus drücken und kann noch eine zweite Bedingung oder noch einen Multiplikator oder sowas hinzufügen. Hier mache ich jetzt noch Minus
10 Pips. Das heißt, der Pfeil wird 10 Pips unter die Kerze verschoben, unter das Kerzenlow, um genau zu sein. So, das ist jetzt, wäre dann ein Aufwärtssignal. Das machen wir hier auf New Indicator Buffer. Hier geben wir jetzt das Abwärtssignal ein, um uns die Arbeit hier oben sparen zu können. Kann man hier draufklicken. Dann wird gerade das Gegenteil davon hier runter kopiert. Muss man allerdings nochmal kontrollieren ein bisschen. Das stimmt alles, bis auf die Farbe. Okay. Das sind jetzt erstmal die Bedingungen. Man kann hier auch noch weitere hinzufügen. Also man kann zum Beispiel auch einfach das weglassen. Hier auf Linie gehen zum Beispiel. Und noch den gleitenden Durchschnitt, den langsamen vielleicht besser, einfach mit einzeichnen. Der ist jetzt blau. So, dann geht man hier auf Common. Hier kann man noch Funktionen hinzufügen, ein paar Sachen einstellen. Hier kann man wählen, ob der Indikator im Chart-Window angezeigt wird oder extra in einem Extra-Window. In dem Fall Chart-Window. Hier kann man den Alarm einstellen. Ich wähle hier entweder Instant, einmal pro Kerze oder Bar. Oder bei der nächsten Bar, die sich öffnet. Wenn man das hier hinten nimmt, dann bekommt man ständig bei jeder Kreuzung, auch wenn die wieder auseinander geht und ich wieder kreuze, immer wieder einen Alarm. Das kann recht nervig werden. Ja, und hier kann man noch einstellen, ob es einen Alarm gibt und in welcher Art. Ob er zur E-Mail geschickt wird oder sogar ob er zum mobilen Telefon geschickt wird. Das muss allerdings vorher im MetaTrader installiert sein. Hier haben wir nochmal die Eingabemöglichkeiten. Hier unten kann ich noch die Audible Alert als Input wählen. Dann kann ich die ausschalten. Das ist ganz praktisch. Hier kann ich die Werte ändern, wenn ich das will. So, dann kann ich hier oben draufklicken. Kann hier den Namen ändern und eine Beschreibung einfügen. Und dann war es das auch schon fast. Dann klicke ich hier drauf und habe hier den Source Code. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich klicke auf Download oder auf Copy. Hier lade ich die MQL5-Datei runter und öffne sie direkt im Meta-Editor. Ich gehe jetzt auf Copy, öffne hier den Meta-Editor. Indikator. Namen hinzufügen. Markiere alles, lösche alles. Kompiliere und starte. So, dann habe ich hier meine Eingaben. Hier kann ich die einen ausschalten, den Alarm. Hier kann ich die Farben ändern, wie gewohnt und so weiter. Bei manchen muss man hier das hier zulassen. So, dann habe ich hier direkt einen Alarm. Das ist aber nicht selten. Das ist der letzte. Stelle ich mal den Chart ein bisschen um. So, dann sieht man hier, hätte ich jetzt ein Abwärtssignal nach unten. Schön über der Kerze platziert. Hier habe ich ein Aufwärtssignal. Hier ein Abwärtssignal wieder. Und so weiter. Das ist jetzt vom Trading nicht der beste Indikator. Das geht hier nur ums Zeigen. Ist wie gesagt ein ganz einfacher Kreuzung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten. Dann mit dem RSI. In der Pro-Version kann man, wie gesagt, noch automatische Handelssysteme bauen. Dafür gehe ich hier auf New. Für den Indikator wähle ich hier Indikator. Für ein Handelssystem Strategie. Hier kann ich auswählen, für welche Software. Ich nehme wieder MetaTrader 4. So. Habe ich hier Open Buy Order, Open Sell Order. Ich kann auch hier mehrere Sets an Bedingungen hinzufügen für beides. Außerdem kann ich hier einen Stop-Loss definieren, wo der gesetzt wird, den Take-Profit. Ich kann hier die Positionsgröße definieren. Die normale Größe wird vorher hier dann definiert, oder später hier definiert, oder im MetaTrader. Hier kann ich angeben, wie viel davon gehandelt wird. So kann ich zum Beispiel eine kleine Position eröffnen
Und wenn die Bedingungen sich noch verschärfen, noch eine größere öffnen, beispielsweise. Hier kann man definieren, wann eine Position geschlossen wird, unabhängig vom Stop-Loss. Man kann also hier die Kreuzung nach oben im gleitenden Durchschnitt zum Einstieg wählen und die Kreuzung nach unten hier dann zum Ausstieg, beispielsweise. Und hier kann man noch Trailing Stops definieren. Und hier hat man noch eine ganze Menge globaler Parameter, die man einstellen kann, wie viele Trades, ob Patching erlaubt ist, also ob eine Position, ob zwei Positionen gegeneinander erlaubt sind. Hier findet sich das Money Management. Man hat also entweder eine fixierte Größe, eine fixierte Größe, die von der Größe des Accounts abhängig ist, prozentual, Martingale und das Anti-Martingale, also eine Erhöhung bei Verlust oder bei Profit. Oder kann hier halt auch wieder einen eigenen Code einfügen. Ich zeige später, wo man den bekommen kann, wenn man davon keine Ahnung hat. So, hier haben wir wieder, das ist die Alarmsache. Wann die ausgegeben werden, wann zur E-Mail geschickt wird und so weiter. Und hier können wir wieder die Inputs wählen und halt auch die globalen Inputs dann. Also alles, was wir hier aktivieren, steht uns für gewöhnlich dann auch hier zu. Danach läuft es wie bei dem Indikator. Wir gehen auf Source, klicken auf Copy, kopieren den und fügen ihn im MetaTrader ein. Oder aber wir klicken auf Download, dann wird er automatisch im Meta-Editor. Dann auf Kompilieren und ab. Da ich hier nichts eingegeben habe, gibt es mir jetzt einen Error. Normalerweise startet dann der MetaTrader zusammen mit dem ExpertWiser im Strategietester zum Test. So viel erstmal zum EA-Builder. Mehr zu Strategien und Techniken finden wir auf de.binary-options-pro.com. Wem die Funktionen des ExpertAdvisors nicht reichen, dem empfehle ich noch die Seite Fiverr. Hier einfach eine Suche für MetaTrader machen. Ein Link zu Fiverr findet man unten in der Beschreibung. Und da sieht man, dass man hier schon Leute für $5 findet, die einem helfen oder die einem einen Indikator oder einen ExpertAdvisor basteln. Oder hier. Je nachdem, wie kompliziert es wird, wird es dann halt auch noch ein bisschen teurer natürlich. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Aber hier findet man jemanden, der einem entweder Code-Teilchen hier basteln kann schnell. Das würde man für $5 bekommen. Oder eventuell halt, wenn das notwendig ist, auch das komplette System selbst programmiert. Also die Seite kann ich in der Beziehung wirklich empfehlen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Wenn das Video gefallen hat, den würde ich bitten, das kurz zu liken und zu teilen. Und ansonsten bis zum nächsten Video.